So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Unsere letzten zwei Aufnahmen sind in Bach runtergegangen, weil wir vermutet hatten, ich hatte einen Bug. Der Bug hat sich so entwickelt, ich wollte mit brennenden Pfeilen schießen, ich konnte aber meine Pfeile nicht mehr anzünden. Daraufhin haben wir mehrfach den Spielstand zurückgesetzt. Mit dem Ergebnis natürlich, dass es dann jedes Mal ging. Bis wir leider feststellen mussten, was wir alle noch nicht wussten, man braucht Stoff, um Pfeile anzuzünden. Der nimmt sich automatisch Stoff aus dem Inventar. Zusätzlich, dass man die Pfeile craften muss. Bedeutet, ich hatte jedes Mal einfach keinen Stoff mehr im Inventar. Und deswegen dachten wir, es wäre ein Bug. Ja, Alter. So. Und unser Sky baut dort oben schon fröhlich herum. Hallo Sky. Gut, wenn keine Antwort kommt, dann ist er doch nicht am Bauen hier. Hallo? Ja, da oben steht er. Ganz fröhlich. Ja, wir haben ein bisschen Holz gebraucht. Mittlerweile. Oh, oh, oh. Hallöchen. Na du? Das macht Spaß. Naja, fackel du mal ab. Wir gehen dabei mal runter in unser schönes Camp. Ja. Für dieses wunderbare Camp haben wir auch ehrlich gesagt noch keinen Namen. Lustgrotte. Camp nirgendwo. Hallo. Ui, da ist er. Da ist er. Ja, Mensch. Ich sammle Stoff. Wie geht's deinem Bogen? Mein Bogen geht's gut. Ich hab's den Zuschauern schon erklärt, warum wir jetzt schon zwei Folgen weggeschmissen haben. Vor lauter Frust. Ja. Dabei war es einfach, it is not the bug, it's a feature, ne? Und diesmal hat es wirklich gepasst. Es ist wirklich ein Feature. Tja, manchmal hat man einfach Pech. Ja. Komm, nimm den Stoff auf, danke. Bam. Die schönen Koffer. Alle kaputt. Na, draußen ist wieder Besuch. Mhm, unter mir. Da schreit's. So, ich dachte mir nämlich. Nämlich. Wir haben da doch noch sowas Nettes. Genau, Gazebo. Das wollte ich schon immer bauen. Och, ach was. Das kann man nach oben bauen. Alter, ist das geil. Ey, wir machen uns in der Mitte einen richtig hohen Aussichtsturm. Das sieht nicht schlecht aus. Aber dann kostet es. Alter, schau dir das mal an. Das Ding wird teuer. Das Ding wird teuer, das müssen wir... Das Ding ist teuer. Moment, wie teuer ist es denn? Ach, nur 93 Holz. Und 60 Sticks. Ja, das ist kein Problem. Guck mal hier. Was meinst du, warum ich schon mit Tutsi gesammelt habe? So, das ist schnell bauen. Extra für die Aufnahme. Preis ist schon fertig. Ja, Monika. Ja, sau cool. Und ich mache oben gerade die Stickies, ja. Voll das Muster da oben drin. Fertig mit den Stickies. Wir brauchen bestimmt, wir sind noch ein bisschen ziehen. Ja, aber wir haben doch schon mal ein bisschen vorgelegt, oder?
Ey, das sieht so Hast du Hammer den aus. Zuschauern denn auch schon unseren kleinen Aussichtspunkt da vorne gezeigt? Ja, bei den letzten zwei Folgen, die wir gelöscht haben. Nachdem wir dachten, es wäre ein Bug mit dem Bogen. Nee, ich glaube, sie haben es oben noch nicht in Ruhe gesehen, aber das können wir doch jetzt gleich machen, wenn wir sowieso auf dem Weg sind, um vielleicht noch ein bisschen Holz zu holen. Ja, zwei, drei Stimmen, hoffe ich. Ja. Tja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, sieht recht lustig aus von beiden, dieses halbfertige Ding. Warte mal, ich hänge mal ganz kurz noch ein bisschen Fleisch auf und gönne mir noch was. Aber wenn es zu alt ist, macht das nicht mehr so viel Power, ne? Ja, frische Auswahl hier wieder. Wir haben alles am Start. Füße, Beine, Köpfchen. Na, wer knuspert hier? So. Schön. Eine Runde noch auf die Bank setzen. Relaxen. So. Wie viel Stoff habe ich denn? 13. Gut. Ich kann 13 Ich hab Pfeile 100. noch schießen. Hier hinten sind Freunde von dir. Nix, nix. Alter, guck das mal an. Ah, was für ein Treffer. What a goal! Scheiße, er hat sich bewegt. Tschüss. Wo ist der andere Bekloppte? Ah, der ist unten. Oh, mein Gott. Jetzt weiß ich auch, wie man so viel Stoff schnell verbraucht. Alter. Warum ist es hier so laut? Na toll. Jetzt regnet es auch noch. Der Tag kann nicht mehr besser werden. So, holen wir mal ein bisschen Holz. Könnte sich ja noch ein bisschen in die Länge ziehen, bis Fries wieder da ist. Ja, mittlerweile muss man wirklich schon genauer hingucken, wo man Holz holt. Aber hier ist es schön dickig. Lol. Bin ich in die Gefahr, zack, mal die Bombe weg. Ich habe noch einen Dynamit. Aber da hinten ist es schön viel. Da versuche ich es doch gleich mal. Ab geht's. Oh Gott, die Hälfte ist ins Wasser gefallen. Ich bin ins Wasser gefallen. Ein bisschen Auswahl werden wir. So, ich will mal einen Baumstamm. Jo, aufgeräumt. So, ich fahre dann schon mal.
sind immer viele. Ja, damit tut sie staunen. Weil mit ihr hatte ich eigentlich das Gefühl. Warum war ich eigentlich tot? Ach, Hallöchen, ja, also du bist. Ja, ich habe die Tür aufgemacht, wollte mich dann in Sicherheit bringen, da war ich schon tot. Die Tür. Ja, bei mir hat's geklingelt. Ach so, ja, das haben wir mitgekriegt. Ich bin kurz aufgestanden, komm wieder, war schon tot. Kurz aufgestanden? Willst du mich veräppeln? Du warst jetzt 20 Minuten weg. Ja, weil ich mich ausgelockt habe danach. Ach so? Ich habe die Tür aufgemacht, komm wieder, war tot, hab mich ausgelockt. Ja, warum warst du tot? Weil vielleicht ein Haufen Viecher um dich rum waren und du plötzlich weg warst? Deswegen ist deswegen auch gestorben, deswegen konnten wir ganz von vorne anfangen. Ja, ich hab extra gesagt, es klingelt, ich komme gleich wieder. Ja, aber du da mitten in der Prärie rumgestanden, da brauchst du dich nicht wundern, dass man stirbt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich, weil ich war 10 Sekunden weg, komm wieder, war tot, ey. Hab mich ausgemacht. So, also. Wir sind live gerade auch wieder an der Folge. Wir haben herausgefunden, it's not a bug, it's a feature. Wie, it's a feature? It's a feature. Es ist normal, dass die Pfeile nicht mehr gehen. Warum? Weil du für jeden Pfeil, den du anzündest, automatisch Stoff verbrauchst. Ach so. Ja, das haben wir dann auch herausgefunden. Oder beziehungsweise ich, weil ich mich gewundert habe, dass ich keinen Stoff mehr habe. Tja. Wir haben trotzdem vorhin nochmal komplett neu angefangen. Okay. Aber hey, macht nichts, wir haben es fertig gemacht. Sehr schön, sehr schön. Und sind schon am nächsten Projekt. Das noch geiler aussieht und, naja, nicht geiler, auf eine andere Art, ein bisschen größenwahnsinnig ist. Hier ist gerade Wackelpudding. Das ist schön. Jetzt kannst du mal erzählen, was los war. Was ist da los gewesen, dann? Ja, bei mir klingelt es auch um 3 Uhr nachts immer. Ja, bei mir auch immer. Also ich würde die Person, die vor der Tür steht, direkt begrüßen. Und zwar mit einer Klatsche im Gesicht. Licht ist auch bei mir an und alles. Warum haben sie bei mir geklingelt? Das Licht war doch noch an. Nachts um 3. Die kennen die ja alle. Achso. Ist das schon nicht ein bisschen merkwürdig? Nein. Okay. Komm immer, wenn bei mir Licht brennt, kommen sie auch. Ich würde dann immer das Licht mal auslassen. Und kenne ich die Person? Ja, von Mario. Kenne ich nicht. Yvonnes Bruder. Ach, der. Keine Ahnung, wie der ist. Mario. Klar, da kommt er um 3 Uhr nachts und klingelt bei dir. Ja, alles klar. Wollen wir mal am Kaffee vorbeikommen? Ja, auf ein Bier eher. Ist okay, aber nimm ruhig ihn, lass uns im Stich, ist in Ordnung. Ja, machen, wenn es klingelt. Ignorieren? Nein. Nachts um 3. Ich ignoriere sogar, wenn es morgens um 10 Uhr klingelt, wo ich mir denke, ihr könnt mich alle mal kreuzweisen. Ja, da ignoriere ich auch, da schlafen die wieder. Ach so. Ja, das tut da am Wochenende auch bis 12 Uhr noch. Ja, auch länger. Wenn was ist, werden sie mich schon anrufen, wenn die Welt untergeht, so in der Art. Ne? Das machen sie bei mir auch, nur ich gehe trotzdem nicht dran. Aber dafür läufst du nachts um 3 an die Tür. Ja, da bin ich ja noch wach. Das ist so geil. Ist hier noch irgendwo was? Toll, dann gehe ich wieder mit meinem Wägelchen. Also ist Wessi dank mir gestorben. Ja. Hier liegen noch 2-3 Bäume. Hier bei mir. Ganz viele. Hat er sich für das Team geopfert, ja? Wie man also, er rennt da rein, um dir zu helfen. Und? Du kapierst? Er kapiert dadurch auch. Und er lockt sie erstmal aus. Vorne machen, weil er nicht gespeichert hat. Aber klar, mache ich dir nachts um 3 die Tür auf. Aber hier.
Ihr seid meine Helden. Ja, ne? Bam, der Wessi. Ich hab grad noch kleine Blockaden hier und jetzt komm ich. Wir müssen hier fünfmal diese Session neu starten. Obwohl das nochmal ganz normal im Spiel ist, dass das nicht mal geht. Woher soll man das denn wissen? Also mal ganz ehrlich. Das sind so Sachen, wo du dir denkst, hä? Und dann ist es noch eine Alpha, da denkst du dir, ja gut, ist ein Bug, kann mal passieren, dann kommt es dauernd, dann denkst du, okay, es ist eine Alpha, es passiert öfters. Dann denkst du, es ist eine Alpha, scheiße. Ja, das habe ich zwischendurch auch mal kurz gedacht. Ich liebe das Spiel, aber da habe ich echt, rot gesehen. So, hast du gesehen, was wir hier hingestellt haben, das kleine Ding? Ja, ein bisschen groß, ne? Ja, brauchen nur noch 33 Holz, dann haben wir's. Soll das denn sein? Kannst du dann da hochgehen oder was? Ja, das ist dieses Placebo, wollte ich sagen. Kennst du Placebo? Placebo-Effekt. Nein, das heißt Gazebo. Das ist so Kathedrale, keine Ahnung, auf Holz. Ja, Pavillon. Ja. Das ist das, was du mit Tutsi bauen wolltest oder was? Ja. Okay. Ich sehe gerade, ich brauche keine Stamina. Ich setze mich mal kurz. Ja, setz dich erstmal, bevor du was arbeitest. Oh, ich muss was essen. Nur noch 29, dann haben wir's. Der Wessi setzt sich ja auch hier hin. Ja, es gibt so Momente, da ist die Stamina weg. Ich krieg gerade Besuch. Da schleicht sich eine Schildkröte an. Ja, die kommt gerade unter dir drunter her. Was ist los, Sky? Ich sag nur, ihr könnt auch ruhig was tun. Nichts dagegen. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Da ist noch Essen, ne? Ein Arm. Der blockiert mich. Wessi, da ist Essen drin. Ja, ich hab gegessen. Danke. Okay. Dann esse ich. So. Was war das denn jetzt? Alter, wollt ihr mich verarschen? Hat schon geklappt, alles gut, alles gut. Nee, was war das jetzt gerade? Ich habe Lebensenergie verloren hinten. Hallo? Was war das? Keine Ahnung. Soll was gewesen sein? Ich bin vom Lagerfeuer hier rüber gelaufen, habe mich nicht verbrannt und habe Lebensenergie verloren. Als hätte ich einen Schlag abbekommen. Ja, weil hier war ein Täter, hier so ein Kannibale. So hier. Jetzt erstmal den Kopf ab. Mindestens. Warum? Weil ich, ja, ich guck gerade Wrong Turn, da passt das ganz gut, ja. Ja, guck doch mal Wrong Turn und hack mal hier die Köpfe ab, brauchst du sie helfen. So, passt mal auf, 21. Da nimmt jeder noch einen Schlitten, dann haben wir's. Also, okay. Wenn Trice Zeit hat. Noch also, wenn Trice Lust hat. Bitte lange warten, du. Verspürt ihr diese leichte Ironie heute? Ich weiß nicht. So, wo haben wir denn? Hier sieht's gut aus. Warte mal. Kommt doch mal hier zu mir. Ich speichere erstmal. Ja, dann machen wir das. Aber ich komme. Warte mal, gucken wir mal genau, wo ist am besten. Weiß ja nicht, ob das so klappt. Aber wir mal. Oh, ist so weit gepolert, scheiße. Nee, ordentlich. Geht schon was. Tut. Oh, hier regnet es auf der Baumschule nach. Alter Schwede. Nie wieder mach ich das mit der Hände, mit der Axt. Du hast da ein so Dinge rein in so eine Baumgruppe, zack. Ja. Dann kann man die Map auch umgestalten. Tschüss, man sieht sich dann. Das ist echt geil. Vor allem hier oben der Turm, wo der einsame Baum hier noch steht.
Na toll. Ja, da bin ich mal gespannt. Und wir kommen ja gleich nicht hoch. Ab in den Urlaub. Alter, was wird das? Ich wollte nur Holz einsammeln. Da fliegt der Wagen hier rum. Hä? Oh, ihr Penner! Ihr seid solche Penner, echt? Wollte ich gerade Holz holen? So, schön da ist es. Eine Brücke dran. Ach du Scheiße. Oh, das geht! Aber ich kann extra ein Ding dran gebaut. Es ist übelst geil, Alter. Oh. Wie so ein Leuchtturm. Wenn du hier Feuer reinmachst, hast du wie so ein Leuchtturm. Fett. Kommst du mir nicht runter hier? Wie so ein Burgfried, die letzte Verteidigung in einer Burg. Übelst cool. Wo ist denn der Wald hin? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, sau cool, echt, ey. Super geil. Schubs, schubs, schubs. Fall runter, los, fall runter. Echt sau, packe. Ich geh mal speichern. Du runter? Ja, genau. Wir runter speichern, los. Und alle anderen springen da ja wohl nicht rein. Das ist so geil, der geht sogar bis zum Boden am Seil entlang runter, obwohl da kein Seil mehr ist. Oh mein Gott. Meine Idee, an allen Ecken, außer natürlich dem Eingang, mache ich Standfackeln hin. Pff, hau rein. Was ist das denn, Sky? Wo ist er hin? Hier unten. Nein! Willst du mich verarschen? Die ist runtergerutscht. Was ist das denn? Wollen wir das mal einer erklären? Ich geh mal hoch. Ja, vor allem, wie kriegst du das da hinten wieder weg? Ah, das geht schon. Aha, klar. Oder auch nicht. Kumpel. Was da was? Ich glaube, ich werde wohl meinen Server neu starten. Hast du mich jetzt gehauen? Oh. Das hat ja gar nicht wehgetan. Lass mich mal einmal versuchen noch. Warum machst du unser schönes Gebäude kaputt? Mit so einem... Da kommt man leider nicht drüber, das ist das Problem. Tschüss. Ja, musst du lange genug dran hängen bleiben, das geht nicht. Cool, Server Neustart. Ich hab das Ding gesetzt, bevor du das gespeichert hast. Dann setze ich es noch weiter zurück. Nein, müsste glaube ich passen. Das sehen wir jetzt gleich, mein lieber Freund. Sie machen hier alles kaputt. So. Ja, selber aufzuessen. Beide schmatzen sie hier rum. Halb vier schon, ey. Ja, wenn du 3 Uhr nachts irgendwelchen Leuten die Tür aufmachst. 20 Minuten war ein bisschen untertrieben, oder?
ein bisschen labern, was ist los? War ja sowieso tot. Ja, hätte aber wenigstens Bescheid sagen können, ne? Ich hab gesagt, es klingelt. Ey. Weißt du, wie ich den ganzen Abend drüber aufziehen, hier, ich würde voll spät kommen, ja, und dann aber abhauen und nix sagen. Ich hab doch gesagt, es klingelt. Ja, es bedeutet aber normalerweise, dass jemand wieder zurückkommt, oder? Bin ja, hallo, bin doch da. Ja. Nee, passt alles hier, also wunderschön. So, bitte nicht nochmal sowas Lustiges bauen. Ja, could not connect the server. Das macht nichts. Das passiert ja manchmal. Ist ja öffentlich. Ihr könnt ja nachjoinen. Ja, er sagt, der Server ist voll. Ja, mit mir. Und zwei weiteren. Nope. So. Das sieht doch schon langsam gut aus. Jetzt haben wir hier. Komm auch nicht drauf. Ja, das klären wir jetzt gleich. Auf jeden Fall, ja. Eine schöne, schöne Geschichte. Das ist schön. Wir haben uns wunderbar, wunderschön Sky seinen Bereich oben erweitert, auch wenn wir es nicht wirklich so auf Video haben, weil wir immer wieder neu starten mussten. Dafür haben wir aber immerhin auf Video unser Gazebo-Effekt, ne? Der hier mitten in der Prärie steht, in der Prärie von unserer Base. Ja. Du hättest gesagt, bei der nächsten Folge machen wir mal wieder eine Survival-Runde. So schick Höhlen erkunden oder so etwas in die Richtung. Das wird sicherlich wieder interessant. Oder was meint ihr? Ja. Und dann ist sie noch kurz sich eine Taube geschnappt. Ja, gut, wunderbar, wunderschön, wunderbar. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.